Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt von Nord nach Süd in Berlin Professor Tobias Tennenbaum, in Dresden Dr. Jakob Amann und in München Professor Johannes Hübner, mit denen wir einen pädiatrisch-infektiologischen Blick auf den Herbst und Winter 2022-2023, hoffentlich ein letztes Mal mit fast reiner Fokussierung, auf Covid-19 und SARS-CoV-2-Impfung werden wollen. Lieber Herr Hübner, lieber Herr Amann, lieber Herr Tennenbaum, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu diesem pädiatrischen Gipfeltreffen gemeinsam Zeit gefunden haben. Professor Johannes Hübner ist Abteilungsleiter Infektiologie in der Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital München. Dr. Jakob Amann ist Facharzt am Universitätsklinikum der Technischen Universität Dresden und Professor Tennenbaum ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana-Klinikum Lichtenberg in Berlin. Gemeinsam mit meinem Co-Moderator, Professor Arne Simon vom Universitätsklinikum des Saarlandes, sind alle gemeinsam Pädiater mit Fokussierung auf pädiatrische Infektiologie und vor allen Dingen alle zentrale Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, Professor Hübner, Professor Simon als Past President und Past Vice President, Professor Tennenbaum als aktueller Präsident und Dr. Amann als zentraler akademischer Datensammler, einerseits in der Koordination der nationalen Covid-19-Survey, PIMS-Survey und Post-Covid-19-Survey, andererseits als Initiator ganz wichtiger regionaler epidemiologischer Studien. Wir adressieren bei Markus at Home wie immer primär Kolleginnen und Kollegen in Medizin, Krankenhauspraxis im Studium, auch wenn wir in einem offenen YouTube-Format gerne auch Laien als Gäste begrüßen, nur bitten wir um Verständnis, dass wir in Inhalt und Sprache uns vor allen Dingen an unsere Kolleginnen und Kollegen wenden. So viel der Vorrede. Bevor ich jetzt gleich das Mikrofon dann übergebe an Arne Simon, möchte ich, auch wenn wir fast nur über Covid heute sprechen werden, eine einzige und erste Influenza-Frage gerne stellen, weil ich denke, dass wir vor lauter Covid jetzt nicht übersehen dürfen, dass es ja auch noch andere respiratorische Viren gibt und wir werden im Laufe der nächsten akademischen Stunde mit Sicherheit zwischendurch auch nochmal drauf zurückkommen. Aber einleitend eine Frage vielleicht an Professor Hübner. Wenn man sich als erwachsener Mediziner so vorsichtig mit den Empfehlungen von STIKO und von anderen beschäftigt, dann fällt einem da eine Sache auf, dass es da offenbar zwischen den verschiedenen Ländern Unterschiede gibt. Wir hier in Deutschland haben zwar inzwischen für zumindest die über 6-jährigen Kinder eine klare Empfehlung für die SARS-CoV-2-Impfung, wir haben aber noch keine generelle Influenza-Impfempfehlung, während die US-amerikanischen Kollegen in der CDC und meines Wissens auch die WHO das so empfehlen. Wie ist da der pädiatrisch-infektiologische Standpunkt zu? Ja, also mein Standpunkt ist, das ist absolut sinnvoll. Und ich habe mich da, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren auch mal zu Beginn der Influenza-Saison so geäußert. Die STIKO in Deutschland ist da bisher noch zurückhaltend, wobei man sagen muss, das steht bei denen ganz oben auf der Agenda. Und ich glaube, das ist bei denen einfach die letzten Jahre mit der ganzen Diskussion um Covid-Empfehlungen so ein bisschen hinten runtergerutscht. Die sehen das aber auch als wichtigen Punkt an. Und ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn. Die Impfung ist zugelassen. Also ich meine, es gibt ja einige Impfungen, die wir auch machen können, selbst wenn die STIKO sie nicht empfiehlt. Es gibt sogar für die Kinder diesen attenuierten Nebenimpfstoff, den man nur in die Nase sprüht und der auch den großen Vorteil hat, dass er gar keinem Erwachsenen dann Impfstoff wegnimmt. Der ist nur für die Kinder zugelassen. Ich finde das absolut sinnvoll. Für die Kinder ist das ganz klar, dass es eine schwere Verläufe da auch gibt, also durchaus vergleichbar mit Covid, auch mit Intensivstationen, auch mit Todesfällen. Und für die Influenza wissen wir ganz klar, dass die Kinder ein ganz wichtiger epidemiologischer Faktor sind, die das verbreiten. Also ganz klare Empfehlung von meiner Seite, Arne und Tobias. Ich glaube, ihr seht es genauso, oder? Ja, unbedingt. Also ich bin da auch deiner Auffassung. Wir wissen auch von der Influenza sehr gut, dass die Influenza-Welle in der Regel in dieser Altersgruppe beginnt und sich dann auf die älteren Mitglieder der Gesellschaft weiter ausbreitet. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Unterschied auch zu SARS-CoV-2. Also ich denke, wir
Wir sollten unsere gemeinsame Diskussion über aktuelle Themen heute vielleicht damit beginnen, dass wir nochmal zurückgehen zu den Fragen, was wissen wir eigentlich über die Epidemiologie dieser Infektion, seit dass die Omikron-Variant of Concern so eine bedeutende Rolle spielt. Jakob, vielleicht kannst du uns da ein bisschen zum Hintergrund erläutern. Gerne. Also anfangen vielleicht einfach mit der Frage, wie viele Kinder und Jugendliche jetzt haben sich eigentlich schon angesteckt. Und das sind regionale Daten aus Sachsen, aus unserer Schulstudie. Das wird aber in anderen Teilen der Bundesrepublik nicht anders sein. Und was wir geguckt haben, ist zum einen im November 2021, also gerade noch Delta, wie viele hatten Antikörper zu diesem Zeitpunkt. Das waren von den Ungeimpften 30%. Wenn man die Geimpften dazu nimmt, hatten ungefähr 80% Antikörper. Und dann jetzt im Mai diesen Jahres, also mit Abflachen der BA1, BA2-Welle, da sieht man dann, da haben wir jetzt bei 70% der Ungeimpften Antikörper. Wenn man noch die Geimpften dazu nimmt, dann sind wir bei 93%, die Antikörper haben. Das heißt, was man sagen muss, in dieser bereits ersten Omikron-Welle, da kommt ja noch die Sommerwelle hinterher, haben sich praktisch 50% der Bevölkerung angesteckt. Oder anders ausgedrückt, es gibt an sich niemanden mehr, der immunnaiv ist. Das muss man jetzt einfach, glaube ich, mal so hinnehmen. Das ist der erste Punkt. Es hat natürlich zwei Auswirkungen. Zum einen, wir wissen jetzt, was passiert, wenn sich ganz viele auf einmal mit, in dem Fall Omikron, anstecken. Zum Zweiten, wir sehen aber auch, die ganzen Maßnahmen, die wir getroffen haben, um zu verhindern, dass sich die Menschen anstecken, das hat jetzt keinen wirklichen Effekt gehabt. Also es haben sich trotzdem einfach inzwischen alle angesteckt. Und das sind, glaube ich, die zwei Punkte. Das muss man realistisch ins Auge sehen. Das hat nichts mit Durchseuchungsfantasien zu tun oder dass man will, dass Leute krank werden. Das ist einfach die Realität. Und dann ist natürlich die Frage, also wie schlimm ist es, also was sind eigentlich jetzt wirklich die Risiken für die Kinder? Wir haben uns das sind jetzt nochmal ganz kurz, das ist so unsere Grundstudie dazu. Wir hatten ein bundesweites Seroprävalenz-Sample vom Mai 2021. Also Mai 2021 wussten wir durch die SARS-CoV-Kids-Studie, damals hatten sich 1,5 Millionen Kinder bereits, Kinder und Jugendliche, bereits angesteckt mit SARS-CoV-2. Und dann konnten wir unsere Registerdaten eben darüber legen, in Abgleich auch mit dem RKI, um die absoluten Risiken zu errechnen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kind schwer an Covid-19 erkrankt oder PIMS kriegt oder das schweren Verlauf als ein intensivpflichtiges PIMS kriegt. Und da muss man sagen, das geringste Risiko haben die 5- bis 11-Jährigen, Risiko für einen schweren Verlauf, damals jetzt mit Alpha und Wuhan 1 zu 50.000 ungefähr, 1 bis 2 zu 50.000 vielleicht und PIMS Risiko 1 zu 4.000, PIMS intensivpflichtig 1 zu 8.000. Jetzt wissen wir natürlich, mit Omikron hat sich das deutlich verringert. Es ist so mindestens der Faktor 5, was jetzt den schweren Verlauf, den akuten Verlauf angeht. Also wir sind jetzt irgendwo so bei 1 zu, sagen wir mal, 150 bis 250.000 Risiko für einen schweren Verlauf. Und das in der immunnaiven Population, die haben wir ja schon nicht mehr. PIMS, und das ist jetzt eben auch ganz spannend, auch da hat Omikron einen wahnsinnigen Effekt. Also man sieht hier mal die Daten, oben sind jetzt unsere Registerdaten, unten die CDC. Und was man sieht mit dem Anstieg der Omikron-Welle, die PIMS-Fälle kommen nicht hinterher. Also eigentlich würden wir, wenn wir die gleiche Relation hätten, würden wir das deutlich größer erwarten. Und da haben wir uns jetzt einen Effekt zu nutzen gemacht, dass wir von Ostern 2021 bis Ostern 2022 alle Kinder und Jugendliche ja anlasslos getestet haben. Das heißt, wir haben eine vergleichbare Meldezahlen. Das sind jetzt keine absoluten Risiken hier, sondern das ist nur das relative Risiko bezogen auf die Meldezahlen, aber das ist relativ stabil. Und man sieht, Delta hat ein fünffach geringeres Risiko, PIMS auszulösen. Also auch das vielleicht schon ein Punkt. Also auch Delta war schon für die Kinder und Jugendlichen weniger Morbidität als Alpha und Wuhan. Und dann Omikron im Vergleich zu Alpha sind so 15- bis 20-fach weniger. Das heißt, wir sind jetzt schon beim absoluten PIMS-Risiko vielleicht von 1 zu 40 bis 1 zu 80.000. Wie gesagt, absolutes Risiko 1 zu 200.000 irgendwo für einen schweren Verlauf der akuten Infektion. Zu PIMS nur ganz kurz. Die Frage ist ja, hat das jetzt wirklich was mit der Variante oder mit der Impfung zu tun? Weil natürlich Delta ist mit der Impfung der 12- bis 17-Jährigen ungefähr zeitlich aufgetreten und dann Omikron mit der Impfung der 5- bis 11-Jährigen. Deswegen haben wir uns das nochmal nach den Altersgruppen angeguckt und wir sehen überhaupt keinen Unterschied. Also es läuft in allen Altersgruppen parallel. Das heißt, dass ein Impfeffekt, wenn er da ist, auf PIMS zumindest so klein ist, dass er also oder in Relation zu diesem massiv großen Varianteneffekt nicht durchschlägt. Den können wir da nicht mehr herausrechnen aus den Daten.
Und dann das meine letzten zwei Folien dazu. Die Frage, die ja immer wieder aufkam, wie ansteckend sind eigentlich die Kinder? Wie haben uns das bereits Anfang der Pandemie, also im ersten Pandemiejahr unter der Wuhan-Variante, einmal angeguckt in der Haushaltsstudie und haben gesehen, dass Kinder eine weniger als halb so große Secondary Attack Rate haben als Erwachsene. Also wenn ein Kind die Infektion in den Haushalt bringt, steckt es nur halb so viele Menschen im Haushalt an, wie wenn der Erwachsene das Virus in den Haushalt bringt. Eine ähnliche Studie wurde jetzt in Dänemark unter Omikron gemacht. Und man sieht, dass dieser Effekt weiterhin da ist, auch unter Omikron. Die absoluten Transmissionen steigen, also Omikron ist ansteckend. Das heißt, am Ende sind mehr angesteckt im Haushalt. Aber dieser Effekt, dass die Kinder weniger ansteckend sind als die Erwachsenen, ist unter Omikron noch genauso da. Und spannenderweise, auch wenn Geimpfte zwar ein geringeres Transmissionsrisiko haben, es ist weiter altersabhängig. Und das ungeimpfte Kind hat noch ein geringeres Transmissionsrisiko oder Gefahr als der geimpfte Erwachsene. Das ist so das, wo wir gerade, denke ich, epidemiologisch stehen. Herzlichen Glückwunsch zu euren fantastischen Studien, die ihr gemeinsam mit der DGPI durchgeführt habt und jetzt auch wirklich ganz toll publiziert habt. Ausgesprochen beeindruckend ist ja auch, dass das Risiko schwerer Verläufe und das Risiko von einem PIMS, das ist ja im Grunde die Variante der SARS-CoV-2-Folgen, die wir immer besonders gefürchtet haben, sich so dramatisch verringert hat. Und ich würde jetzt gerne dazu überleiten, mit Johannes kurz über das Thema Impfungen zu sprechen. Die Impfungen werden ja von der STIKO empfohlen, die SARS-CoV-2-Impfung. Auch schon für Kinder ab 5 Jahre. Und ich habe jetzt hier mal nur kurz eine Tabelle mitgebracht, die vom Stand 5.10. die Impfraten in der jeweiligen Bevölkerungsgruppe zeigt. Und sehr beeindruckend die Gesamtzahl aller verabreichten Impfungen, 185 Millionen insgesamt. Und bei den 5- bis 17-Jährigen sieht man eben hier die Impfquoten für die 5- bis 11-Jährigen. Grundimmunisiert bei etwa 20% und bei den 12- bis 17-Jährigen sind es 69%. Schleswig-Holstein führt als Bundesland auch diese Statistik deutlich an mit den höchsten Impfraten. Und man sieht dann halt interessanterweise, dass in den 9 Bundesländern, den ostdeutschen Bundesländern, die uns erfahrungsgemäß bei vielen anderen Impfungen den westdeutschen Bundesländern vorausgehen, die Impfraten halt insgesamt deutlich niedriger sind. Und Johannes, ich wollte dich jetzt eigentlich zwei Sachen fragen. Zum einen Sicherheit der Impfung aus den aktuellen Daten und zweitens, wie kommt es, dass bei den 5- bis 11-Jährigen trotz der entsprechenden Empfehlung das anscheinend doch eher so ein Ladenhüter bisher geblieben ist? Ja, also das ist natürlich eine interessante Frage und was mich natürlich interessieren würde, da haben wir jetzt, glaube ich, keine Daten mitgebracht, wie das in anderen Ländern aussieht. Ich denke, in den USA sind die Raten wahrscheinlich höher bei den 5- bis 11-Jährigen. Dort ist ja auch schon die Impfung ab 6 Monaten zugelassen, also die FDA hat es auch schon zugelassen. Und in Deutschland, ich bin jetzt von den Daten eigentlich sogar ganz angenehm überrascht, weil ich denke, die Zahlen der 12-Jährigen, 12- bis 16-Jährigen, das ist ja eigentlich sehr positiv. Also das liegt ja nicht so furchtbar weit entfernt von dem, was wir bei den Erwachsenen auch haben. Das, denke ich, ist auch spiegelt ja auch wieder, was Jakob auch gesagt hat. Das Risiko ist halt relativ gering und die 5- bis 11-Jährigen, das haben wir ja auch jetzt gesehen, sind auch, glaube ich, die am wenigsten insgesamt durch die Infektion gefährdet sind. Ja, es gab, glaube ich, in der einen Publikation von Jakob, von euch, gab es den Hinweis, dass man für wie die 5- bis 11-Jährigen kein Mortalitätsrisiko beschreiben könnte, weil es gar keine Fälle gab in dem Datensatz, richtig? Also das war 5 bis 17 sogar. 5 also bis 17-Jährigen, das bezieht sich aber auf Kinder ohne Vorerkrankung. Also wir hatten uns praktisch gezielt nochmal angeguckt, weil das ja auch die initiale STIKO-Empfehlung war ja auch Kinder mit Vorerkrankungen erst impfen und dann kam die allgemeine. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns das natürlich angeguckt, weil es ja einen Unterschied macht. Und für Kinder ohne Vorerkrankung
überhalb von 5 Jahren gab es eben bis zu diesem Mai 2021 nicht einen beschriebenen Todesfall in Deutschland. Ja, alles klar. Vielen Dank, Johannes. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, das ist natürlich wichtig, die deutschen Daten. Ich habe jetzt auch nochmal rausgesucht. Im September gab es im New England Journal von Lynn und Co-Autoren ein Letter, und da war die Wirksamkeit der Impfung bei den 5- bis 11-Jährigen untersucht worden. Und das ist im Prinzip genau das, was Jakob auch gesagt hat. Die haben 273.000 Kinder da untersucht, die hatten bei denen 15 Krankenhausaufnahmen und keinen Todesfall. Also auch da ist letzten Endes kein richtiges Risiko festzustellen gewesen. Was man bei den Kindern ganz klar sieht, und das ist sicher auch so eine Sache, die für uns ganz spannend ist, man sieht, eine hybride Immunität ist besser als die nur durch die Impfung. Und also Kinder, die vorher infiziert waren und dann geimpft worden sind, die haben einen besseren Schutz gehabt, die haben höhere Titer gehabt und auch eine länger anhaltende Titer. Und insgesamt war die Effizienz der Vakzine auch gar nicht so toll, also bei den 5- bis 11-Jährigen 63%, 4 Wochen nach der ersten Dosis, und das ist abgefallen nach 16 Wochen auf 15,5%. Also insgesamt, glaube ich, wirkt die Impfung bei den 5- bis 11-Jährigen auch gar nicht so furchtbar toll, wobei, wie gesagt, also das Risiko ist natürlich auch niedrig. Ich meine, wir haben sicher im Moment eine komplizierte Situation. Wir haben ja jetzt auch die neuen Impfstoffe, die zugelassen sind, die eben auf Omikron basieren, der neue BioNTech-Impfstoff, der auch die relativ aktuellen BA4 und BA5 mit einbezieht, und der ist ab 12 Jahren auch zugelassen. Also wer sich jetzt im Moment impfen lassen will, wird wahrscheinlich klugerweise auch sowas wählen, wobei auch da große Diskussion ist. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber diskutieren. Diese angepassten Impfstoffe sind nicht im großen Umfang an Patienten untersucht worden. Das ist sicher auch was, worüber wir vielleicht nachher nochmal diskutieren können. Ich meine, was nach wie vor auch besteht, ist, dass die Impfungen, die auf dem Spike-Protein des ursprünglichen Wuhan-Stamms basieren, ausgezeichnet wirksam sind. Ausgezeichnet wirksam heißt aber, das wissen wir jetzt, denke ich, heutzutage, bezüglich schwerer Verläufe und bezüglich Todesfälle, nicht bezüglich der Infektionen. Aber das, glaube ich, ist sicher ein wichtiger Faktor. Andererseits ist auch relativ klar, dass die Pathogenität des Virus abgenommen hat. Das sehen wir, hat auch Jakob gerade gezeigt. Die neueren Virusvarianten sind ja viel, viel weniger pathogen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch einerseits die Impfraten, die wir haben, von 70-80% in Deutschland, und aber natürlich auch was Jakob gezeigt hat, natürlich hohe Durchseuchungsraten, furchtbares Wort, aber benutzen wir es, in Ermangelung eines Besseren. Also wir haben ja einen relativ hohen Immunschutz. Wie gesagt, die Seropositivität von Kindern ist hoch. Also die Kinder haben entweder das Virus gesehen, sind geimpft, oder beides. Und gibt es irgendwelche neuen Informationen zur Sicherheit? Es gibt ja das Problem, vor allen Dingen bei den Jungs, die halt bei den Jugendlichen, männlichen Jugendlichen, dass die doch ein relevantes Risiko für eine Myokarditis haben nach der zweiten Impfung, nicht wahr? Genau, also das ist, glaube ich, jetzt relativ klar, ist, denke ich, auch ein ganz interessantes Phänomen, dass wir das ja hauptsächlich bei den Jungs und bei den Jugendlichen sehen. Da habe ich auch gerade heute nochmal eine Arbeit zusammengefasst. Annals of Internal Medicine, auch vom September diesen Jahres, von Goddard. Die haben 224 verifizierte Myokarditis-Fälle nachverfolgt bei 8 Millionen Patienten. Da war es wirklich so, dass in den zwei Kollektiven nach der ersten Impfung waren es 18 Fälle von 3,5, die erste Impfung hatten, und 119, also doch deutlich mehr, bei denen, die zweite hatten. Das waren 3,4. Und die höchste Rate war, wie du es schon gesagt hast, bei Jugendlichen 12 bis 17 Jahren und auch deutlich
mehr bei den männlichen Jugendlichen. Insgesamt, und ich meine, da gibt es unterschiedliche Studien und das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie die Studien durchgeführt worden sind. Das sind jetzt zum Beispiel Nebenwirkungen, die im Rahmen der Studie dann noch evaluiert und nachgefragt worden sind. Da war die Rate jetzt insgesamt 1 zu 200.000 nach der ersten Dosis und 1 zu 50.000 nach der zweiten Dosis und auch 1 zu 50.000 nach den Boosterdosen. Das ist jetzt aber über alle Altersgruppen zusammen. Die haben das dann auch nochmal für die unterschiedlichen Altersgruppen zusammengestellt. Das sind ja im Allgemeinen milde Fälle. Also das sind milde Fälle, die im Großen und Ganzen auch folgenlos ausheilen. Aber auch dazu gibt es von Karacalik im Lancet Child and Adolescent Health auch im September diesen Jahres eine Arbeit, die das da nochmal erfasst hat, wie es da weitergegangen ist. Die haben jetzt 519 Patienten untersucht, die 90 Tage nach der Myokarditis eben bezüglich nach der Myokarditis, die im Zusammenhang mit der Impfung stand, nochmal untersucht worden sind. Da war das Durchschnittsalter von diesem Kollektiv war 17 Jahre. Die waren von zwischen 15 und 22. 88% von denen waren männlich. Also das spiegelt auch wieder das wider, was wir vorher schon gesagt haben. Und da war es jetzt immerhin so, dass die gesagt haben, 81% waren nach diesen 90 Tagen geheilt oder symptomfrei. Also das war jetzt nicht so, dass da jetzt bei allen das nach 90 Tagen weg war. Es gab so eine Kontrollgruppe, die selbst berichtet eben auch hat über Quality of Life. Kriterien 2% der Jugendlichen haben Probleme mit der Selbstversorgung angegeben, 5% mit der Mobilität, 20% immerhin mit Aktivitäten des täglichen Lebens und 20% Schmerzen, 46% Depressionen, jetzt aus dieser Gruppe. Da muss man natürlich dazu sagen, dass, da gibt es jetzt keine Kontrollgruppe. Also das wäre jetzt sicher auch wichtig zu gucken und natürlich, dass ein Jugendlicher, der eine Myokarditis hat, Sorge hat, Depressionen hat oder psychisch beeinträchtigt ist, nach so einem Ereignis, das wundert einem auch nicht. Aber es, also ich denke, es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, wie die Prognose letzten Endes ist und wie auch die Schwere dieser Erkrankung, wie auch Folgeerkrankungen nach 10 oder 20 Jahren aussehen. Ich glaube, das können wir ganz schlecht sagen. Ich meine, Myokarditis ist natürlich kein absolut banales Ereignis, muss man ja ganz klar sagen. Als Infektiologe ja. Haben wir da eine Sorge. Wenn wir den Blick nach vorne wagen sozusagen, dann würden wir ja annehmen, dass irgendwann jährliche Auffrischimpfungen, je nachdem, welche Variante gerade zirkuliert, sich durchsetzen werden. Aber wenn wir die Krankheitslast bei den Kindern und Jugendlichen anschauen, dann wird es vielleicht irgendwann sogar so sein, dass diese jährlichen Auffrischimpfungen dann auch nur bei Risikogruppen erforderlich sind, oder? Also das wird sicher was man untersuchen muss. Und es gibt ja auch schon einzelne Berichte, die eben das Risiko eines stationären Aufenthalts mit Covid gegenüberstellen, des Risikos, eine Myokarditis zu bekommen. Da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, was die Häufigkeiten anbelangt. Und was wir natürlich auch brauchen, ist, wie sind die Häufigkeiten von Myokarditis nach SARS-CoV-2-Infektion. Das kann natürlich auch eine Myokarditis hervorrufen. Auch das muss man natürlich gegeneinander abwägen. Aber ich glaube, da muss man schon sehr genau aufpassen. Und ich denke, jetzt kommen auch mehr und mehr diese Studien. Wie gesagt, was ich jetzt da gerade berichtet habe, ist im Prinzip 3 Wochen alt. Also die Daten kommen jetzt so langsam, dass wir das vernünftig einschätzen können. Weil du das gerade angesprochen hast bezüglich der Saisonalität. Also ich glaube, oder der jährlichen Impfung. Also ich glaube, aufgrund der fehlenden Saisonalität von SARS-CoV-2, wir sehen zwar natürlich im Winter aufgrund dieser besonderen Bedingungen, mehr geschlossene Räume etc., mehr Infektionen. Das Virus hat aber uns gelehrt in den letzten 3 Jahren, dass es sehr wohl auch in den Sommermonaten eine erhebliche Schlagkraft hat. Das heißt, eine jährliche Impfung kann ich mir derzeit nicht vorstellen, weil der richtige Zeitpunkt für diese Impfung völlig unklar ist, weil das Virus absolut unberechenbar ist.
Das gesagt, muss man andererseits sagen, wenn wir jetzt diese epidemiologischen Daten von Jakob uns anschauen und eine hohe Grundimmunität in der Bevölkerung haben, ist es faktisch wahrscheinlich egal, zu welchem Zeitpunkt man impft, denn man trifft in einem bestimmten Setting dann auf eine vorbestehende Immunität, mal mehr oder mal weniger stark ausgeprägt, und produziert dadurch eine hybride Immunität, die durchaus den Schutz erweitert. Und das nochmal, dazu nochmal ergänzend, die Gefahr der Myokarditis sehe ich jetzt insofern als deutlich reduziert, weil in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich jetzt mit Omikron sich infiziert haben, wird keiner mehr auf die Idee kommen, diese Kinder dann zweimal hintereinander noch zu impfen, würde ich jetzt denken, wobei es dazu noch keine STIKO-Empfehlung gibt. Aber man muss natürlich das sehr gut dann balancieren, das Risiko einer Myokarditis versus einer eh schon wahrscheinlich stattgehaften Infektion, wo nur noch eine Auffrischimpfung oder eben zum Erzielen einer hybriden Immunität notwendigen Impfung vorhanden ist. Also von daher, glaube ich, muss man diese Sicherheitsdaten ernst nehmen, insofern, als dass sie jetzt vor einem neuen Licht erscheinen, wenn ich eine Bedrohungslage habe, wie wir sie am Anfang hatten in der ersten Pandemiewelle. Und ich glaube, dadurch kommt auch diese hohe Bereitschaft auch bei den Eltern und bei den Kindern und Jugendlichen zustande, sich impfen zu lassen, die auch deshalb diese Impfraten so gut hoch sind. Und je geringer diese Bedrohungslage war, desto niedriger ist natürlich jetzt auch die Bereitschaft, sich grundsätzlich impfen zu lassen, und dann natürlich die Impfempfehlung für die ganz Kleinen auch erst zuletzt kam, ist dort natürlich auch die Rate von den Impfungen am geringsten. Darf ich noch kurz? Ich habe gerade mal die US-Daten, weil das vorhin angesprochen wurde, aufgemacht. Also bei den Jugendlichen 12 bis 17 sind es 61%, die vollständig geimpft sind, 5 bis 11 31, 2 bis 4 3% und dann unter 2 Jahren 1%. Also wir sind da gar nicht weit weg, wenn man mal ehrlich ist. Und bei den Kleinen ist es in den USA ein absoluter Ladenhüter natürlich. Vielleicht aus epidemiologischer Sicht, also ich finde diese, wenn man sich anguckt, das Myokarditis-Risiko 1 zu 50.000 Gesamtpopulationen, deutlich höher natürlich für die Jugendlichen, für die männlichen Jugendlichen. Da kommen wir einfach schon in ähnliche Größenordnung. Was ist das Risiko des schweren Verlaufs? Was ist das Risiko der Myokarditis? Und ich glaube, wenn man das auflösen möchte, und das sollte unser Ziel sein, dass wir den Eltern eine gute Empfehlung und den Jugendlichen eine gute Empfehlung geben können, was ist eigentlich der richtige Weg für euch, dann brauchen wir prospektive Studien. Und das ist das Problem, was wir halt nicht haben im Moment. Und es gibt, und die können wir ja immer noch machen. Also, weil wie gesagt, jetzt reden wir über die hybride Immunität, aber auch das sollten wir in einer prospektiven Studie uns angucken und dann gucken, wie ist da jetzt die Rate der Myokarditis, wie ist die Rate, was ist der Schutz? Weil diese retrospektiven Auswertungen, wir kommen nachher sicher noch ein bisschen dazu, dann auch bei Long-Covid, wo es ein Riesenproblem ist, das macht diese, wenn so kleine Risiken bestehen am Ende, macht es das ganz, 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 ganz schwierig. Das ist was anderes, wenn einer von 100 irgendein Event hat, aber wenn einer von 50.000 Event hat, dann kann ich das retrospektiv fast nicht mehr sinnvoll auswerten. Und ich glaube, also das wäre so meins, wir brauchen endlich für die Kinder und Jugendlichen, für Impfung, aber auch für andere Dinge, prospektive Studien, nicht immer nur retrospektiv gucken. Philipp, das letzte Kommentar. Was ich sehr schön fand, was die Engländer gemacht haben in der Situation letztes Jahr. Also klar, andere Risikolage, wir wissen nicht genau, was kommt. Die haben gesagt, die Jugendlichen bekommen eine Impfung. Warum haben sie das gesagt? Die haben gesagt, wir wissen nicht genau, was das Risikoprofil von der Impfung ist. Wir wissen, dass eine Impfung schon einen Effekt hat. Und deswegen geben wir ihnen erstmal eine und dann gucken wir. Und ich finde, es war ein wahnsinnig rationaler Ansatz daran, nicht zu sagen, wir müssen irgendwie, das ist vom Hersteller, wir haben dieses Zwei-Impf-Schema und so weiter. Nein, wir gucken uns das Risiko der Population an, die wir impfen wollen. Und danach gucken wir dann auch Schritt für Schritt weiter, was brauchen wir dazu. Und das ist jetzt hier bei den 5- bis 11-Jährigen von der STIKO auch so ein bisschen übernommen worden, sage ich mal, mit dieser einen Impfung. Aber das hätte ich mir damals, ehrlich gesagt, auch schon für die Jugendlichen gewünscht. Das hätte uns, glaube ich, nicht schlechter durch die Pandemie gebracht. Ich wollte da vielleicht auch noch ergänzen. Also ich sehe das ganz genauso, und wir brauchen natürlich die Daten in Deutschland. Und das ist natürlich wie immer
ein Trauerspiel, dass wir wirklich so wenig eigene Daten haben. Aber wir können ja schon in die Nachbarschaft gucken. Und ich meine, Dänemark, England, Schweden, Holland, die sind jetzt so furchtbar anders. Also zum Beispiel die Engländer empfehlen die Impfung nicht mehr für gesunde Kinder unter 11 Jahren. Also da sind sie auf jeden Fall etwas weniger restriktiv. Ich meine, dann Dänemark gibt überhaupt keine Empfehlung mehr für Kinder unter 18 Jahren, bietet es an Kindern, die ein hohes Risiko haben, muss aber jedes Mal vom Arzt separat evaluiert werden. Also das ist nicht einfach so, in der STIKO-Empfehlung steht das drin. Finnland gibt für die 5- bis 11-Jährigen überhaupt keine Empfehlung, bietet es an, so wie in Deutschland auch, aber es wird nicht empfohlen. Island bietet es an für die 5- bis 11-Jährigen. Norwegen, wie gesagt, nicht empfohlen, auch die Möglichkeit, wer es unbedingt will. Schweden auch nicht angeboten, verfügbar für Hochrisikopatienten. Also ich denke, die nordischen Länder sind, was die Kinder anbelangt, da etwas zurückhaltender. Und ich glaube, die Zahlen, die Jakob gezeigt hat, die geben Ihnen recht. Bei den Myokarditiden muss ich jetzt als ehemaliger Homburger natürlich einmal noch darauf hinweisen, dass die ganz tollen Daten, die aus der Gruppe um Lorenz Turner generiert sind, die die Pathophysiologie uns ja auch noch jetzt erklären, dem Ganzen noch mehr Substanz geben. Und ich denke, dann die Bedeutung der Myokarditis auch nochmal unterstreichen werden. Ich habe noch vielleicht abschließend zum Impfung zwei oder drei kurze Fragen. Dieses West-Ost spielt bei traditionellen Impfungen in der Pädiatrie aber keine Rolle. Es ist wirklich jetzt ein reines Thema im Bereich von Covid-19. Das wäre die erste Frage. Dann die zweite Frage, der Peptid- oder proteinbasierte Impfstoff Nuvaxovid, der in der Erwachsenenmedizin ja überhaupt keine Rolle spielt. Hat der in der Pädiatrie Bedeutung oder ist er genauso ein Ladenhüter? Und dann dritte kurze Frage, diese Grenze unter 12, nicht die neuen Impfstoffe, die hybriden Impfstoffe über 12, die auf die Serotypen angepassten Impfstoffe, gibt es dafür eine Rationale? Ist das entsprechend so untersucht? Also da gibt es, soweit ich weiß, also da gibt es von der STIKO noch keine Empfehlung für diese neuen Impfstoffe. Ich denke, die Empfehlungen sind eigentlich schon, dass die austauschbar sind. Wobei, wie gesagt, Patientenuntersuchungen gab es für die Zulassungsstudie nicht. Das war ja ganz berühmt auch, dass das eben im Prinzip aufgrund von Tierdaten, von Mausdaten zugelassen worden ist. Da wird ja auch viel drüber diskutiert. Ich denke, wir können es vielleicht hier auch noch mal ein bisschen diskutieren. Ich meine, wir machen das bei der Influenza-Impfung ja seit Jahrzehnten so, dass nicht jeder neue Impfstoff neu zugelassen wird, sondern man geht davon aus, das ist ähnlich wie der vom Vorjahr. Und es ist nicht für jeden neuen Influenza-Impfstoff gefordert, dass der an ein paar tausend Versuchspersonen ausprobiert wird. Und insofern denke ich, macht das einen gewissen Sinn. Ich denke, es ist auch sinnvoll, wir wissen ja nicht, was uns noch an neuen Varianten erwartet. Und natürlich ist der große Vorteil von den mRNA-Impfstoffen, dass die im Prinzip sozusagen auf Knopfdruck in einer veränderten Sequenz produziert werden können. Und wenn man natürlich jetzt jedes Mal 10.000 Versuchspersonen da testen müsste, um da eine Zulassung zu bekommen, würde das natürlich diesen Vorteil auch zunichte machen. Zu dem Novavax-Impfstoff nur so viel, ich glaube, der spielt in der Pädiatrie auch keine große Rolle, aber interessanterweise ist der ja auch mit Myokarditis assoziiert, sodass es offenbar schon ein Mechanismus ist, der irgendwas mit Kreuzreaktivität, mit Spike-Protein und Myokard-Antigen zu tun hat. Vielleicht zu der Frage, angepasste Impfstoffe unter 12, das hat ja was mit der Dosierung, glaube ich, hauptsächlich zu tun. Also die neuen angepassten Impfstoffe haben auch den 30 Mikrogramm Anteil. Für die 5- bis 11-Jährigen ist der 10 Mikrogramm empfohlen. Also deswegen wird die STIKO das jetzt sicher nicht empfehlen in dies aktuell. Zu der Frage, Mausdaten und angepasste Impfstoffe oder Tierdaten angepasste Impfstoffe im Influenza-Vergleich. Ich muss sagen, ich sehe das ein kleines bisschen kritischer. Und zwar für mich ein ganz grundsätzlicher Unterschied ist, dass wir für die Influenza impfen wir für einen Stamm, wo wir glauben, dass er kommt. Jetzt impfen wir mit einem Stamm, der schon einmal durch ist. Das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied für mich jetzt in der Frage, was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu. Und das Zweite, also wenn wir angucken, was für eine Rolle das Spike-Protein in der Pathogenität
des Virus spielt. Also Omikron im Vergleich zu Wuhan, jetzt, ob es jetzt die akute Infektion ist oder PIMS auch gerade, dann hat es ja einen wahnsinnigen Effekt. Und dann wäre für mich schon die Frage, ob eine Änderung des Impf-Spike-Proteins nicht auch einen Effekt auf den Schutz unter Umständen hat. Und irgendwann hätte ich gern einfach mal Endpunktdaten für die Kinder. Da ist jetzt genau, also für mich ist, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, einfach zu sagen, wir machen das jetzt immer in Analogie. Wir haben ja schon die Impfstoffe nur in Analogie zu Titerhöhen zugelassen. Auch das ist ja schon so ein bisschen grenzwertig. Wir haben ja nie eine Endpunktstudie für die Kinder gehabt. Und die zumindest einmal, glaube ich, sollten wir die haben, bevor wir immer nur noch in Analogie zum nächsten und in Analogie zum Mausmodell und so weiter zulassen. Das, finde ich, ist nicht ganz sauber. Und das führt dann auch natürlich zu einer gewissen sind die Impfstoffe sicher, wollen wir die wirklich haben? Also wenn man jetzt die unter 5-Jährigen in den USA 3% anguckt, das spielt da schon eine Rolle einfach. Also das nicht ganz klar ist, was ist eigentlich der Benefit für diese Altersgruppe? Und wir können es ihnen halt auch nicht sicher beantworten, wenn man ehrlich ist. Ja, hybride Immunität hat sicher einen Effekt, aber wie gut der Effekt ist, wissen wir halt nicht. Also ich meine, beruhigend ist ja, dass wir jetzt aus verschiedenen Studien unter anderem auch von Hannah Rink und ihrer Arbeitsgruppe wissen, dass die natürliche Infektion eine sehr breite Immunität hinterlässt. Ne? Also, und wir sprechen halt auch immer von Antikörpern, aber wissen ja inzwischen, dass die T-Zellimmunität ja auch eine ganz große Rolle spielt. Und da sind die Daten, die wir von Kindern haben, die zeigen ja, dass sie eine sehr breite Immunantwort aufstellen, die auch sehr, sehr lange anhält. Ich würde jetzt sehr gerne, wenn das für euch in Ordnung ist, nochmal Tobias ansprechen auf zwei verschiedene Themen. Also das erste Thema, was ich gerne mit dir diskutieren wollte, war nochmal ganz kurz die Bedeutung von Masken in der Prävention und der Unterschied zwischen Mund-Nasen-Schutz und FFP2 jetzt aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen. Wie würdest du das jetzt einordnen, auch vor dem Hintergrund der Daten, die uns Jakob gezeigt hat, der ja eigentlich zeigen konnte, dass trotz dieser ganzen Bemühungen die Infektionen ja stattgefunden haben. Wie siehst du das im Moment? Also diese beiden Themenbereiche, Masken und Testpflicht, sind ja Bereiche, die auch schon sehr früh in der Pandemie gut untersucht worden sind. Und gerade 2020 und 2021 gab es schon zahlreiche Studien, die zu beiden Aspekten sehr gut Stellung bezogen haben und ein gutes Studiendesign hatten. 2022 kam gar nicht mehr so viel Neues, sodass man jetzt nicht richtig viel mit ganz brandneuen Studien hier wuchern kann. Es ist im Prinzip schon fast kalter Kaffee, über den man diskutiert. Was interessant ist bei der gesamten Debatte, ist, dass die Politik diese, ich sag mal, schon alten Studien aus 2021 sich nicht so zu Herzen genommen hat. Und jetzt zu deiner Frage, was die Masken angeht. Wir wissen natürlich, dass es einen Unterschied zwischen dem normalen Mund-Nasen-Schutz chirurgisch und den FFP2-Masken gibt und dass gerade im Krankenhausbereich diese FFP2-Masken ein erhöhtes Sicherheitssetting bieten im Vergleich zum Mund-Nasen-Schutz. Da gibt es eben Daten zu, aber letztendlich diese Grenze, je nachdem, was man sich für eine Studie anschaut, im Endeffekt ein Mund-Nasen-Schutz ist schon ein sehr guter Schutz. Und jetzt, wenn man das für die Kinder betrachtet, da sieht die Lage auch nochmal ganz anders aus. Es gibt faktisch einen Beleg dafür natürlich, dass auch bei Kindern ein Mund-Nasen-Schutz chirurgisch eine Übertragung von SARS-CoV-2 effektiv erreichen kann und dass gerade vor dem Hintergrund der entsprechenden Passform, der Handelbarkeit, dass die FFP2-Maske in dieser Altersgruppe eigentlich nicht erforderlich ist. Man hat zwar Untersuchungen durchgeführt, die je nachdem, wie die auch quasi analysiert worden sind, dass diese Masken getragen werden können, dass sie auch einen Sicherheitsaspekt natürlich haben. Aber wenn wir das in der praktischen Alltag sehen, wie die gerade bei den Kindern zwischen 6 und 12 Jahren gehandhabt werden, dann muss man sagen,
werden die eben nicht so getragen, wie es fortschrittsmäßig ist. Und selbst bei Erwachsenen sehen wir ja da gewisse Compliance-Probleme, dass ob die jetzt auf der Nase richtig sitzt, ob die hier richtig schließt und so weiter und so fort. Also haben viele Probleme. Und auch das ist in Studien angeschaut worden. Und da, die kommen alle letztendlich zu dem Schluss, dass wenn Kinder eine Maske tragen, dann ist eigentlich eine normale chirurgische Maske eigentlich völlig ausreichend. Das vorweggestellt, die Frage, ob man in der jetzigen Situation überhaupt noch Maske tragen muss als Kind, steht noch auf einem ganz anderen Papier, aber das war jetzt noch nicht die Frage. Ja, was natürlich in den Medien immer wieder diskutiert wird und auch für uns als Pädiater, die wir im Krankenhaus tätig sind, eine große Rolle spielt, ist ja die Frage, besteht das Risiko, dass in den nächsten Monaten, jetzt in den Wintermonaten, es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt, speziell der Kinderkliniken, durch SARS-CoV-2? Ich wollte dich mal fragen, wie siehst du das und vor allen Dingen, welche Bedeutung spielen da vielleicht andere Erreger als das SARS-CoV-2-Virus? Also es ist ja so, dass auch dank des Surveys, den wir über auch Jakob Amann und auch Werner und die DGPI letztendlich aufgesetzt haben, dass wir sehr gut feststellen können, ob wir eine Belastung des Gesundheitssystems haben oder nicht. Natürlich ist es nicht so gut, wie das wie wir uns das wünschen, weil wir haben keine hundertprozentige Sicherheitserfassung, aber sie ist durchaus repräsentativ und wir können mit Sicherheit sagen, dass SARS-CoV-2 in allen Wellen keine Belastung der Kinderkliniken zufolge hatte. Es ist durchaus so gewesen, dass gerade mit der Omikron-Welle die niedergelassenen Kinderärzte viel mit SARS-CoV-2 zu tun hatten. Aber wenn man auch sich mit diesen Kollegen unterhält, ist es im Prinzip natürlich eine Grippewelle gewesen, in Anführungszeichen, die sie managen konnten. Dadurch, dass sie natürlich auch im Sommer sehr stark aktiv war, waren im Prinzip diese Zeit, die diese Kollegen für andere Dinge, also andere Maßnahmen, Präventionsprogramme bei Kindern für andere Probleme, dass sie die dann eben nicht so wahrnehmen konnten. Das war tatsächlich eine gewisse Belastung. Aber die Krankenhäuser an sich sind halt von SARS-CoV-2-Fällen jetzt nicht so heimgesucht worden, dass wir eine Auslastung von Normalstationen und Intensivstationen hatten. Das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Im Prinzip, wenn wir jetzt die normale Situation in diesem Covid-Ad-Hoc-Survey betrachten, dann hatten wir so 1 bis 2 Fälle in der Hochzeit mal pro Tag. Das ist aber dann wieder schnell abgeebbt. Und wenn wir das mit anderen respiratorischen Erregern vergleichen, war das eben nichts Besonderes. Wir hatten parallel ja auch das RSV-Virus uns angeschaut und da gesehen, dass hier eine viel höhere Krankheitslast vorhanden ist und dass das tatsächlich eher die Kinderkliniken an den Rand der Kapazitäten gebracht hat. Und von daher ist es hier natürlich wünschenswert, dass man eine Präventionsmaßnahme hat, um auch diese Großmengen an Infektionen zu verhindern. Aber das steht auf einem ganz anderen Papier. Ja, Johannes, siehst du das auch so? Habt ihr auch, kannst du das für das von Hauner auch bestätigen, dass RSV jetzt rein quantitativ ein deutlich größeres Problem war in den letzten Monaten als SARS-CoV-2? Also in den letzten Monaten eigentlich nicht. Das war ganz interessant. Tobias, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das scheint eher so in Berlin sich abgespielt zu haben. Wir haben einzelne Fälle gehabt, aber was wir im Moment sehr viel sehen, sind Rhinoviren und Parainfluenza. Also das ist, und wir haben sehr, sehr viele kranke Kinder und die wenigsten von denen haben im Moment SARS-CoV-2, interessanterweise. Was mit RSV noch passiert, ist, glaube ich, ganz offen. In England hat man ja den Anstieg schon deutlich gesehen. Die nächste Frage wird natürlich sein, was wird mit Influenza passieren, um wieder zum Anfang und Herrn Heine zurückzukommen. Auch da haben wir natürlich, denke ich, alle große Sorge, dass wir durch die sogenannte Immunschuld, dass wir jetzt halt Generationen von Kindern und auch Erwachsenen haben, die überhaupt nicht mit den Viren sich auseinandergesetzt haben, durch Masken und durch Isolationsmaßnahmen, werden wir sicher einen Nachholeffekt haben. Das müssen wir, glaube ich, damit müssen wir rechnen.
Ja, es gab hier das Saarland grenzt ja unmittelbar an Frankreich an und es gab in Frankreich einen sehr großen Ausbruch mit Enteroviren. Und das hat sich tatsächlich auch bei uns gezeigt, ne, dass wir vorübergehend sehr, sehr viele Enterovirus-Infektionen hatten, Hand-Fuß-Mund-Krankheit im weitesten Sinne, also mit ganz vielen verschiedenen Hautmanifestationen auch. Also, dass diese anderen Viren offensichtlich jetzt nachholen, was sie während der Schutzmaßnahmen zur Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen eben nicht tun konnten. Wir haben das ja zum Beispiel auch gesehen, dass wir, also vielleicht um nochmal kurz zu ergänzen, also ich meinte natürlich bezüglich der RSV-Welle den letzten Winter, in diesem Winter oder in diesem Herbst haben wir natürlich noch nicht so eine größere RSV-Welle gesehen. Da müssen wir jetzt gucken, was kommt. Und das, was die Engländer gesehen haben, haben wir nicht gesehen, sondern vereinzelt natürlich kleinere Infektionsnester, nenne ich das jetzt mal, aber die waren auch so schnell weg, wie sie wieder gekommen sind. Möglicherweise gibt es solche Infektionen auch immer wieder, bloß wir haben sie aufgrund der noch nicht vorhandenen Surveillance in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich gar nicht gesehen. Und jetzt ist die sogenannte syndromale Testung, das ist ja jetzt das neue Modewort, dass wir einfach viele respiratorische Erreger einfach untersuchen. Ich habe da schon vor 10 Jahren Studien gemacht, da hat sich noch keiner für interessiert, dass man Multiplex-PCR macht. Das war dann noch viel zu teuer. Jetzt will es jeder wissen und ist auch im Prinzip epidemiologisch bedeutsam, wie du eben das anhand der Enteroviren geschildert hast. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es einfach so, dass bestimmte Erreger plötzlich epidemiologisch doch so bedeutsam sind und eine hohe Krankheitslast schaffen, auch durchaus lokal, wie in Berlin hatten übrigens auch einen ganzen Schub von Enterovirus-Meningitiden jetzt gehabt, völlig ungewöhnlich, gerade in der Notalzeit hatten wir einige. Und das war eigentlich in den Jahren vor der Pandemie eigentlich regelmäßig im Sommer. Und jetzt, wie du auch richtig gesagt hast, müssen diese Erreger irgendwann zurückkommen. Die schlummern ja irgendwo, genauso wie auch RSV über den Sommer irgendwo schlummert und nur Vereinzelinfektionen hat. Und bei Enteroviren ist es eben umgekehrt. Weil du das jetzt gerade erwähnst mit den Enteroviren, Rhinoviren, mit dem syndromalen Testen, die können nicht unterscheiden. Da ist das alles zusammen. Ein Topf Rhino-Enteroviren und so wie du sagst, Arne, gibt es da auch pathogenere Varianten. Da gab es auch Ausbrüche, 68, Enterovirus 68 ist so einer der Kandidaten. Da sind in England und in den USA schwere Verläufe beschrieben worden. Da gab es auch eben schlaffe Lähmungen vor ein paar Jahren. Also das sind alles, glaube ich, Dinge, die kommen und die wir jetzt auch sehen. Auch die anderen Coronaviren, die anderen Nicht-SARS-CoV-Coronaviren. Ich glaube, da haben wir einiges noch zu erwarten. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe es letztes Jahr auch geglaubt, aber ich glaube so dieses Jahr wieder. Ich denke, Influenza und RSV werden uns schon auch noch im Dezember oder im Januar. Also man hat auch den Anschein, dass es wieder ein bisschen in die Normalität hineingeht. Also dass es ein normaler Infektionsrhythmus stattfindet. Also wir hatten jetzt zum Beispiel im September einen klassischen Rhinovirus-Peak. Das ist so der School-Opening-Asthma-Exazerbations-Peak, wo eben Rhinoviren häufig Asthma-Fälle machen. Und das haben wir auch genauso dieses Jahr wieder in der Klinik gesehen. Das heißt also, dieser Rhythmus, den man eigentlich letztes Jahr so in der Form nicht gesehen hat, hat sich da wieder eingestellt und möglicherweise spielt das jetzt auch für wird das auch für RSV wieder so auftreten. Aber da muss man jetzt einfach sehen, was kommt. Ich finde es jedenfalls sehr hilfreich, dass die DGPI jetzt sich entschieden hat, auch weiterhin prospektiv dann, ich glaube, an einem Wochentag, ne, Genau. an einem Wochentag zu erfassen, welche Kinder wegen welcher Atemwegsinfektionen jetzt gerade im Krankenhaus behandelt werden. Das ist, finde ich, hochinteressant und ergänzt diese bewährten Programme der Atemwegsinfektions-Surveillance in den Sentinel-Praxen in sehr guter Weise. Ich würde sehr gerne noch die letzten 10 Minuten unseres Gesprächs jetzt nochmal auf einen auch sehr kontrovers und emotional diskutierten Aspekt der SARS-CoV-2-Infektion lenken, nämlich auf das sogenannte Long-Covid oder die persistierenden Symptome nach einer SARS-CoV-2-Infektion. War ja sicherlich auch ein Grund, warum viele Eltern ihre Kinder geimpft haben, weil sie Angst davor hatten, SARS-CoV-2 könnte jetzt sehr schwerwiegende langfristige Folgen für ihre Kinder haben. Und die Arbeitsgruppe
von Jakob hat jetzt vor ganz kurzer Zeit eine sehr schöne Studie dazu publiziert. Und Jakob, vielleicht kannst du uns mal ein paar Informationen dazu zur Einführung in diesen Themenkomplex zeigen. Gut, bevor wir zu der neuen Studie kommen, vielleicht zu das Grundproblem bei Long-Covid ist ja, es sind über 200 Symptome, die sind beschrieben, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten können. Und das macht es ganz schwer zu fassen. Und das heißt, wir brauchen irgendwie Kontrollgruppen, weil das sind Dinge drin wie Kopfschmerzen zum Beispiel. Es gab Kopfschmerzen auch schon vor Corona. Also was ist jetzt Corona-assoziierter Kopfschmerz, was ist nicht? Die finde ich für Kinder, also ich rede jetzt nur über Kinder und Jugendliche, somit eigentlich am besten. Die Studie ist eine mal wieder aus Dänemark, die einfach in ihrem großen Register, das sich angeguckt haben, 30.000 Kinder mit einer Infektion, 120.000 Kinder ohne Infektion, guckt, was haben die denn für persistierende Symptome? Also Symptome hier länger als 4 Wochen. Und das sind jetzt mal die Heatmaps oben mit einer SARS-CoV-2-Infektion, unten ohne SARS-CoV-2-Infektion. Und man sieht schon, also gelbe Flecken gibt es überall. Und was aber spannend ist, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es ist schon so, dass es so eine gewisse, Spezifität ist zu viel, aber dass es so gewisse Symptome gibt, die typischer für SARS-CoV-2 sind und andere Symptome, die zum Beispiel dann typischer für wahrscheinlich andere Viruserkrankungen sind. Und es gibt zum Beispiel einen ziemlichen Peak für Husten bei Säuglingen und Kleinkindern, der nicht SARS-CoV-2 ist. Ich würde behaupten, das ist RSV, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber also man sieht, es gibt schon, diese persistierenden Symptome sind nicht spezifisch für SARS-CoV-2 auf jeden Fall. Was da so rauskommt, zum Beispiel, also Riech- und Schmeckstörungen sind ganz klar SARS-CoV-2 assoziiert im hohen Maße und die Fatigue ist was, was auch eher SARS-CoV-2 zugeschrieben wird, Konzentrationsschwierigkeiten zum Beispiel, aber anderen. Und, und der absolute Unterschied jetzt zwischen der Kontrollgruppe hier, die keine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion haben und SARS-CoV-2, sind 0,8%. Das ist nun mal so die Größenordnung, also wir sind ganz weit weg von diesen 30%, die da mal durch die Lande geführt wurden. Und das ist fast noch der wichtigere Punkt, nach 5 Monaten finden die Kollegen keine Unterschiede mehr. Das heißt, ja, es gibt persistierende Symptome im Sinne von länger als 4 Wochen, aber das ist nicht so, dass die lebenslang anhalten. Ich glaube, das ist mal... Das muss man sich bewusst machen. Wir haben ja was ganz Ähnliches in unserer Schulstudie dann auch gesehen. Das hatte ich schon letztes Jahr vorgestellt, dass wir keine Unterschiede jetzt bei unseren 1500 Schülern in der Abfrage dieser Symptome nach Serostatus haben. Was, also 0,8% können wir auch nicht auflösen. Also das passt extrem gut dazu. Was wir aber sehen, und das sind jetzt nicht nach Serostatus, sondern das ist einfach die Belastung der Kinder durch, also in den Pandemiejahren, vor Pandemie und dann in den Pandemiejahren, durch eine bundesweite Studie, die COPSI-Studie aus Hamburg. Und das nimmt einfach zu. Das heißt, die Kinder sind belastet, die haben viele Symptome, aber sie sind eben nicht unbedingt infektionsassoziiert. Und jetzt dann eben die Studie, die Arne schon angesprochen hat und die wir jetzt gerade veröffentlichen konnten in JAMA. Diese Studie basiert auch auf dieser bundesweiten Seroprävalenzstudie, die ich schon erwähnt habe, die wir auch genutzt haben, um die absoluten Risiken zu berechnen. Das heißt, es geht wieder um diese 1,5 Millionen Kinder, die eine SARS-CoV-2-Infektion im Mai 2021 schon gemacht haben. Und da gab es einen Elternfragebogen. Elternfragebögen sind auch immer so ein bisschen schwierig, da muss man aufpassen. Aber der Punkt, den ich hier eigentlich machen möchte, ist, wenn man sich unadjustiert die Daten anguckt, dann sieht man einen positiven Punktschätzer und auch ein Konfidenzintervall, was die 1 nicht schneidet, für Fatigue, für ME/CSF, für neurokognitive Symptome. Wenn ich dann nur für Alter, Geschlecht und Vorerkrankung adjustiere, was jetzt so das Minimum ist, was ich wirklich adjustieren muss, dann gibt es nur noch ein Konfidenzintervall, was die 1 nicht schneidet und das ist für Substantial Fatigue, also Fatigue, die das tägliche Leben auch beeinflusst. Da sind wir wieder dabei, okay, SARS-CoV-2 scheint mit Fatigue irgendwas zu tun zu haben. Wir haben uns aber dann noch die Mühe gemacht, weil es ist ja eine Seroprävalenzstudie. Also es sind ja nicht alle, die SARS-CoV-2 positiv sind. Und ehrlich gesagt, zu diesem Zeitpunkt war ungefähr die Hälfte, wusste nicht von ihrer Infektion. Also es ist eine große Anzahl. Und haben uns nur mal die angeguckt, also die nicht wussten, dass sie SARS-CoV-2 haben. Und siehe da, es ist kein Effekt mehr nachweisbar. Und was das einfach zeigt, ist, es gibt einen unglaublichen Recall-Bias in diesem ganzen Self-Reporting. Und der ist ganz, ganz, ganz schwer rauszukriegen aus diesen Studien. Und deswegen muss man unglaublich aufpassen. Und vielleicht noch so
als letzten Punkt, wir haben so eine Haushaltsstudie, die hatten wir ursprünglich mal, da habe ich schon gezeigt, haben wir die Secondary Attack Rate berechnet. Wir haben diese Haushalte ein Jahr später nochmal eingeladen, um mit denen auch über viele, viele Fragebögen praktisch persistierende Symptome rauszukriegen und dann eben zu gucken, welche hatten denn SARS-CoV-2 damals und welche nicht und das alles auszurechnen. Da gibt es keine großen Unterschiede, das ist das eine. Was aber der spannende Punkt ist, eine Frage, die wir gemacht haben, ist, hattet ihr in den letzten 7 Tagen eines der folgenden Symptome? Und dann kommt eine Riesenliste von Symptomen. Über 90% geben an, ja, sie hatten mindestens ein Symptom in den letzten 7 Tagen. Und zwar egal, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Und 70% sagen, wir hatten 4 oder mehr Symptome in den letzten 7 Tagen. Also das ist einfach normal, sage ich mal, dass wir, also wenn ich frage, hast du in den letzten 7 Tagen mal schlecht geschlafen? Ja, die meisten von uns haben in den letzten 7 Tagen einmal schlecht geschlafen. Das Spannende ist aber, die nächste Frage war, seid ihr beeinflusst in eurer täglichen Aktivität dadurch? Und da fällt das dann bei den Kindern auf 20% runter. Also 90% sagen, ja, wir haben Symptome, aber nur 20% sagen, ja, aber es beeinflusst uns irgendwie. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen in diesem ganzen Self-Reporting, was wir jetzt so an Studien ist manchmal ein bisschen übertrieben, in diesen ganzen Abfragen haben, das muss man unglaublich beachten, wenn man das interpretiert. Also nicht, weil jemand sagt, ja, ich habe Kopfschmerzen und ich habe dies oder ich habe jenes, ist das immer gleich ein Riesendrama, sondern das ist auch ein bisschen Normalität einfach, die dazugehört. Jakob, vielen herzlichen Dank. Also gerade diese Adjustierung an bestimmte Faktoren, die finde ich auch unglaublich wichtig. Und in der Tabelle 3 aus eurer Publikation sieht man ja auch, dass plötzlich bestimmte Assoziationen bei denen auftauchen, die nachweislich nie eine SARS-CoV-2-Infektion hatten. Und das ist eben das methodisch Komplexe, wenn man diese Anpassungen nicht durchführt und die Daten eben nicht statistisch sauber genug mit der Kontrollgruppe aufarbeitet, dann kommt man zu ganz besorgniserregenden Ergebnissen, die aber eigentlich nur der Methode geschuldet sind. Ich würde jetzt ganz gerne noch Johannes und Tobias in die Diskussion einbeziehen. Also jeder von uns kennt ja auch Kinder nach SARS-CoV-2-Infektion, die lange persistierende Symptome haben. Und man weiß dann nie so richtig, was ist die Henne und was ist das Ei. Aber was mir große Sorgen bereitet, ehrlich gesagt, ist die frühe Zuordnung von solchen Symptomen, auch von persistierenden Symptomen zu der vorausgegangenen SARS-CoV-2-Infektion. Ich glaube, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht schwerwiegende Grunderkrankungen bei diesen Kindern verpassen. Und deshalb ist für mich persönlich die Strategie, die auch von Nicole Töpfner und ihrer Gruppe vorgeschlagen wurde, ja eigentlich schwerwiegende andere Grunderkrankungen auszuschließen. Das steht doch ganz im Vordergrund, nicht wahr? Ich denke vor allen Dingen, dass man diesen Diagnostikapparat, der uns in Deutschland glücklicherweise zur Verfügung steht, dann nutzen sollte, wenn Kinder wirklich arg belastet sind und persistierende Symptome über lange Zeit haben, dass wir dann ein entsprechendes Workup machen. Da haben wir natürlich in Zusammenarbeit mit den DGKJ-Konventgesellschaften ein Papier produziert, was den Kinderärzten einen Leitfaden an die Hand gibt, wie man das am besten macht. Im Grunde genommen ist es halt auch so, das ist eigentlich noch ein zusätzliches politisches Problem. Wir haben zwar jetzt intellektuell uns damit auseinandergesetzt, wir bieten aber keine Infrastruktur in Deutschland, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, um das suffizient abzuarbeiten. Sowohl im Erwachsenen- als auch im pädiatrischen Bereich mangelt es natürlich unglaublich viel an ärztlicher und auch struktureller Ressource, um diese Kinder und auch die Erwachsenen entsprechend zu sehen. Nur Covid-Ambulanzen haben sich in der Erwachsenenmedizin teils ganz gut etabliert, sind aber trotzdem immer noch wahrscheinlich doch zu ungenügend, weil die Anzahl dort etwas höher ist. Im Kindesalter findet man auf der DGKJ-Homepage zumindest Ansprechzentren, wo auch Kollegen sich dann hinwenden können. Aber die Ressource mit einem Neurologen, also einem Neuropädiater, mit einem Psychiater, mit einem Psychologen etc. pp., all diese ganzen strukturellen Dinge, die sind einfach nicht da. Ich denke schon, dass wir Kinder haben, die Long-Covid haben oder auch wie an dieser Arbeit zeigen, es wird welche geben, wie wir es auch nach EBV gesehen haben, die persistierende Symptome nach so einer
eine Infektion haben. Und da brauchen wir tatsächlich noch einen Ausbau von Ressourcen. Das bedeutet aber andererseits nicht, dass wir jetzt den Teufel an die Wand malen müssen und eine riesige Angst vor einer massiven Welle von Long-Covid-Fällen bei Kindern haben müssen. Aber wir müssen natürlich auch die Eltern, die bei ihrem Kind Beschwerden sehen, die müssen wir abholen und die müssen wir sagen, hier habt ihr ein Angebot. Ja, wir bieten euch entsprechende Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten an. Daraufhin müssen wir zusteuern und das ist unabhängig von der Frage, ist das jetzt nun SARS-CoV-2 assoziiert oder nicht, sondern hier ist das grundsätzlich ein pädiatrisches Problem und wir kommen ja zunehmend mehr in Versorgungslücken insgesamt in der Pädiatrie hinein und da ist das nur ein kleiner Baustein und da haben wir noch eine ganz erhebliche Aufgabe vor uns. Also wir haben sowas relativ früh schon etabliert. Wir haben vor über einem Jahr, als das Ganze losging, eine Long-Covid-Ambulanz eingerichtet, mit Spendenmitteln erstmal, wo wir genau das machen, Arne, was du auch gesagt hast, interdisziplinäre Abklärung, da sind auch die Kardiologen dabei, da sind die Pulmonologen dabei. Wir haben ein Protokoll aufgestellt, wie wir diese Kinder abklären, um genau, was du gesagt hast, eben auch Dinge auszuschließen, nicht, dass da irgendwo sich doch hinterher ein Malignom verbirgt oder eine neurologische Erkrankung. Die gute Neuigkeit, was ich jetzt so aus dieser Praxis erzählen kann, ist, wir haben jetzt in diesem Jahr weniger als 50 Kinder da gesehen. Also das ist jetzt nicht so, dass uns da die Hütte eingelaufen wird. Es gibt andere Angebote in München, Uta Behrens hat auch sowas, wir machen das zum Teil auch gemeinsam. Aber für eine Großstadt wie München, würde ich jetzt mal sagen, haben wir wahrscheinlich weniger als 100, 120 von diesen Kindern jetzt da in Betreuung. Und was wir ja alle auch sagen müssen, ich meine, bei dem komplexen Symptombild, sowas haben wir ja früher auch gesehen. Wir sehen sehr viele Mädchen im Teenageralter und die dann eben zum Beispiel Muskelschwächen haben oder Schmerzen haben. Aber das sind ja Dinge, die wir auch früher gesehen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Da wussten wir halt nicht, woher es kommt. Jetzt kann es natürlich sein, dass es auch früher schon diese postinfektiösen Erkrankungen gab, nach Influenza oder nach normalen Coronaviren. Mag auch sein, dass wir jetzt mehr von denen sehen, aber ich glaube, es ist sicher nicht so ein Problem pandemischen Ausmaßes. Das glaube ich nicht. Ja, also ich würde es unterstützen. Wir haben auch eine Long-Covid-Ambulanz eingerichtet. Wir haben jetzt auch, also wir sind so für Ostsachsen 2 Millionen Einwohner Einzugsgebiet. Wir haben auch so 100, 120 Patienten jetzt in der Ambulanz gesehen. Also das ist nicht nichts natürlich, aber das ist jetzt eben nicht der Ausmaß, was oft an die Wand gemalt wurde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so diese schwerste Form des ganz schweren Fatigues, da habe ich 2 oder 3 Patienten jetzt vielleicht. Und das hier in der Phase, wo alle einmal sich infiziert haben. Also das bringt das einfach so ein bisschen wieder ins Verhältnis. Und der Punkt, das hatten wir früher auch schon, ist, glaube ich, ganz richtig. Und deswegen für mich ist so ein bisschen die Frage, brauchen wir eigentlich wirklich Long-Covid-Ambulanzen oder brauchen wir nicht interdisziplinäre Versorgungsstrukturen für komplexe, unklare Fälle, sage ich mal. Also wir haben jetzt unsere Long-Covid-Ambulanz so ein bisschen ans SPZ mit angegliedert zum Beispiel, wo wir sagen, da ist ja sowieso schon eigentlich dieser interdisziplinäre Ansatz, da gibt es auch andere Abrechnungsmöglichkeiten und vielleicht ist das eher so der Punkt, wo man sagt, wir haben sehr komplexe Patienten und wir müssen denen gerecht werden und ob das am Ende SARS-CoV-2 assoziiert ist oder nicht, ist vielleicht gar nicht so der entscheidende Punkt. Vor allen Dingen, weil zumindest meines Wissens, ich kenne keine Studie, die bisher einen kausalen Therapieansatz irgendwo zeigt, der mit SARS-CoV-2 zusammenhängt, sondern wir behandeln Fatigue wie Fatigue, wir behandeln Kopfschmerzen wie Kopfschmerzen, wir behandeln Muskelschmerzen wie Muskelschmerzen. Und solange das der Ansatz ist, brauchen wir vielleicht keine Long-Covid-Ambulanz, sondern eben eine Ambulanz für komplexe Fälle. Postinfektiöse Verläufe. Ja. Aber weil du das jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, es gibt sogar Abrechnungsziffern. Wir haben uns zwar mit dieser Verwaltung unterhalten und es gibt gerade für Long-Covid durchaus auch Abrechnungsziffern. Genau, aber dieses interdisziplinär Komplexe, das wird oft nicht abgebildet dadurch. Und also ich will nur sagen, also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, will man sich wirklich nur auf Long-Covid konzentrieren mit all dieser, also mit dem Aufbau jetzt der Ambulanzen oder müssen wir das nicht ein bisschen breiter fassen eigentlich?
Und vielleicht noch ein Einwurf aus der Erwachsenenmedizin. Wenn wir diese Strukturen nicht anbieten, dann treiben wir eben diese Patienten in die Arme von Scharlatanen. Wir haben in der Nephrologie das ganz große Problem, dass es inzwischen einige Kollegen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, diese Menschen auf Eigenkostenbasis an eine Lipidabwehrrhese zu nehmen. Ein Wahnsinn. Ohne jede Form von Evidenz für ein Krankheitsbild, das wir nicht verstanden haben. Aber einerseits sehr geschäftstüchtig, andererseits natürlich Geschäfte machend mit der Verzweiflung mancher Menschen, die eben da nicht die korrekten Ansprechpartner erwischen. Ja, guter Hinweis. Und ich glaube aber, dass dieses Risiko, glaube ich, bei den Pädiatern, die jetzt in diesen Spezialambulanzen in den Krankenhäusern tätig sind, eben nicht besteht, ne? Weil wir wirklich darauf aus sind, den Patienten zu helfen und herauszufinden, haben sie vielleicht doch irgendwas anderes, wenn nein, sie gut symptomatisch zu behandeln, in der Hoffnung, dass es im Laufe der Zeit eben besser wird. Aber vielen, vielen Dank für diese hochinteressante Diskussionsrunde. Gunnar, vielleicht möchtest du noch zum Schluss ein paar Worte finden. Es ist alles gesagt, aber trotzdem muss ich einmal das letzte Wort haben, weil mir eine Sache am Herzen liegt. Das ist das Gleiche, was ich, glaube ich, letztes Jahr Herr Tennenbaum und Frau Rudolph gesagt haben zur Begrüßung. Ich muss einfach Ihrer Fachgesellschaft einmal gratulieren. Ich finde, Sie haben das, soweit ich das aus der Perspektive des Erwachsenenmediziners beurteilen kann, ganz hervorragend gemacht in den letzten 2,5 Jahren, hier informativ zu arbeiten und nie zu dramatisieren. Das haben andere Fachgesellschaften so nicht hinbekommen. Und es gab ja durchaus die Möglichkeit, durch eine möglichst dramatische Darstellung, das eigene Fachgebiet auch ein bisschen hochzutreiben. Und ganz, ganz herzlichen Dank an alle vier für die sowohl die akademische Arbeit und ich hatte es ja am Anfang schon gesagt gehabt, auch es ist unvorstellbar, wie viel Energie in all diesen Registern dran steht. Herr Hübner, Ihnen auch, dass Sie sich auf der Hassmaschine Twitter da immer wieder stellen und das, was da an Antworten kommt, ist teilweise unerträglich. Umso wichtiger, glaube ich, dass da Seriosität auch seinen Platz findet, weil damit Politik gemacht wird. Herr Tennenbaum, ganz tolle Fachgesellschaft, wird uns Spaß machen, wenn wir uns auch außerhalb von Covid mal in regelmäßigen Abständen ein-, zweimal im Jahr für Themen zusammensetzen könnten, wo Pädiater und Erwachsenenmediziner sich austauschen sollten. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend nach München, Berlin, Dresden und uns hier in Homburg-Zweibrücken. Tschüss. Tschüss. Tschüss.